Schönen guten Abend. Wir haben gerade festgestellt, das ist die Runde der Älteren. Meine Tochter studiert mittlerweile auch und die sagt immer, wenn ich mich auf Bühnen vor Studenten stelle, soll ich ein bisschen von meinen alten Leute-Lebensweisheiten weitergeben. Deshalb möchte ich euch heute von Silvester erzählen. Ich war Silvester im Vereinsheim in Schwabing und ich habe Folgendes gelernt. Wenn ihr rote Beete nehmt, drei Scheiben davon abschneidet und auf eine Untertasse schmeißt, zwei Stück Feldsalat obendrauf und das Ganze rote Beete Carpaccio an jungen Salaten nennt, dann könnt ihr viel mehr Geld dafür verlangen. Wer kennt alles Berlin? Mal Hand hoch. Ich habe 13 Jahre Entwicklungshilfe in Bayern geleistet und bin dann nach Berlin zurückgezogen und ich habe so ein bisschen die Entwicklung in Berlin verpasst und bin an die Grenze zu Prenzlauer Berg gezogen. Und da treffe ich dummerweise immer Menschen beim Einkaufen. Und denen widme ich den folgenden Text, der da heißt Free Children. War wieder einer dieser Tage, an denen ich so richtig Scheißlaune hatte. Schon morgens hatte der Kaffee dermaßen beschissen geschmeckt, dass ich ihn in kleine Spritzen abfüllte und der Katze meiner Nachbarin das Gesöff Trevinös einführte. Die Persamizette torkelte danach herzallerliebst durch unseren Innenhof, sodass ich von ihren Gehversuchen und ihrer Flitzekacke Videos für YouTube machen konnte. Im direkten Anschluss begab ich mich in die Unterwelt der Berliner Verkehrsbetriebe. Die Arbeitsagentur hatte geladen. Noch ziemlich Banane von meinem Puffbesuch in der Nacht zuvor rief ich in die Bahn: Ey, hat einer von euch Pennern vielleicht mal einen Euro für den notenprellenden Hartz-IVler? Und kotzte angestachelt durch den widerlichen Schweißgeruch meines Sitznachbarn einer Gruppe dieser dämlichen spanischen Touristen vor die Füße. Schöne Stille breitete sich aus. Am S-Bahnhof Prenzlauer Allee stieg ich aus. Meine Laune erreichte ihren Tiefpunkt, als ich einer Gruppe Schüler begegnete. Waren so vierte oder fünfte Klasse und natürlich alle mit diesen dämlichen Smartphones bewaffnet. Ich beschloss, etwas für Volk und Vaterland zu tun. Nach ein paar heftigen Ohrfeigen, man darf ja nur die eigenen Gehirn nicht schlagen, entsorgte ich sechs dieser blöden Telefone zum Wohle der Kindeskommunikation im nächsten Müllcontainer. Sollte nicht meine letzte gute Tat des Tages gewesen sein. Am Amt da angekommen, durchschritt ich die heiligen Hallen meines Brötchengebers und klopfte an die Tür, zu der ich geladen war. Ohne das Bekloppte herein abzuwarten, öffnete ich und rief fröhlich: Scheißtag! In die hässliche Fratze meiner Fallmanagerin. Und nach wenigen Minuten waren wir uns einig, dass es auf dem Berliner Arbeitsmarkt immer noch keinen Arbeitgeber gäbe, der bereit wäre, ein angemessenes Gehalt für meine Talente zu zahlen. Wir verabschiedeten uns voneinander und ich machte mich auf den direkten Weg in meine Stammkneipe. Fünf Bier und fünf Korn später fiel es mir wie Schuppen aus den Augen. Am Abend stand Damenbesuch ins Haus. Ich musste also noch so Kerzenzeugs und eine Rolle Klopapier besorgen. Ich zahlte, indem ich heiz dem Wirt meines Vertrauens meinen Bierdeckel mit meinem guten Namen unterschrieb und torkelte quer über die Straße zu meinem Stamm-Edeka. Ich hätte besser auf die Uhr schauen sollen. Kaum hatte ich den Laden betreten, stimmten vier Gutmütter, die ihre verzogenen Balken eben aus dem Ich kann meinen Namen tanzen Kindergarten abgeholt hatten in den Laden und versperrten die Gänge. Davon ließ ich mich nicht beirren. Ich schubste die Damen mit einem lauten Hoppla auf den Lippen beiseite und erledigte die Windes alle meine Einkäufe. Flugs war ich an der Kasse. Und ich musste warten, natürlich, Murphys Gesetz, Gutmütter im Laden, keine Kassiererin an der Kasse. Und dann nahte das Unheil. Die Mamis hatten die Zutaten für ihre Ich ernähre meine Brutsuppe gesund ebenfalls beisammen und reihten sich hinter mir ein. Und dann ging's los. Mein Haus, mein Schiff, mein Pferd, Kevin kann hier, weil Poga kann da. War nicht auszuhalten. Plötzlich Stille. Ein Kevin hatte doch tatsächlich seine Mami gefragt, ob er Gummibärchen bekommen könne. Aber Kevin, Toskanarbeiter, da ist doch Gelatine drin, da müssen unschuldige Tiere für sterben. Spieß sie entrüstet ihrem Nachwuchsarchitekten ins Gesicht. Wir haben daheim noch die leckeren glutenfreien Bio-Kekse, da kannst du gerne welche bekommen. Ich überlegte, die Mami niederzuschlagen, da kam mir eine beste Idee. Ich griff in das Regal, holte 10 Tüten der Kostbarkeit hervor, riss die auf und verteilte sie fröhlich mit Mampfen unter den Satansbraten. Das war ein Geschmatze und Gequieke. Die Kevins und Walpurgas waren im siebten Himmel und die Mami sprachlos. Als kurz darauf endlich die Kassiererin erschien, hatte ich die Gören auch noch mit Milka-Schokolade von geknechteten Steilkühen abgefüllt.
Zufrieden, dass ich für diesen Tag gleich zwei Fahrtwinder gute Taten vollbracht hatte, verließ ich ohne zu zahlen das Geschäft und bereitete mich auf den abendlichen Damenbesuch vor. Und davon erzähle ich ein andermal. Vielen Dank. So vierte oder fünfte Klasse und natürlich alle mit diesen dämlichen Smartphones bewaffnet. Ich beschloss, etwas für Volk und Vaterland zu tun. Nach ein paar heftigen Ohrfeigen, man darf ja nur die eigenen Gehirn nicht schlagen, entsorgte ich sechs dieser blöden Telefone zum Wohle der Kindeskommunikation im nächsten Müllcontainer. Sollte nicht meine letzte gute Tat des Tages gewesen sein.